Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Und das am 20.09.2018. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in dieser Dschungelwildnis stehen geblieben, sind in so eine Art Nest der Tigers eingedrungen. Wir wurden halt angegriffen und jetzt sind wir halt schwer verletzt. Müssen halt uns ein bisschen heilen. So, hier. Brauche ich noch was? Ich heile mich mal. Wie ging das? So. Jetzt gucke ich mich hier nochmal ein bisschen um, ob ich was finde. Oder wo müssen wir denn hin? Ah, hier ist noch was. Nehmen wir mal mit. Noch ein paar Sträucher. So, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Hep. Bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Wir haben bisher von dem Spiel 8,5% abgeschlossen. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Okay, was ist das denn alles? Eieiei. Auf Bäume klettern. Drücken Sie X, auf die markierten Bäume hochzuklettern. Ah, okay. Ist hier noch was für mich? Irgendein Schätzchen? Nee, da kann ich nicht hin. Alles voller Baumstämme. Hier ran. Hopp. Nee, da konnte ich ja hoch. Nö. Aber da ist noch was. Nimm ich mit. Das untersuche ich auch mal. Ah, sehr spannend, was es hier gibt. Ist hier was ich abschießen könnte? Irgendwas? Ne, wir wollen ja einfach nur in den Story-Modus spielen. Mehr will ich gar nicht. Vielleicht mal ein bisschen leveln, bisschen Verbesserung, Heilung, Fähigkeiten und habt ihr nicht gesehen. Aber ich guck erstmal, ob hier noch was war. Ich kann wohl nicht runtertauchen. Schade. Vielleicht ja hier. Ich kann sehr wohl runtertauchen. Ah! Habe ich es mir noch gedacht. Hier ist doch noch irgendein Brack. Schwimmlara, Schwim. Ich gucke hier nochmal so ein bisschen. Ah, es sieht bisher so aus, als ob hier nichts mehr ist. Nee. Auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Und einen Kommentar natürlich. Was ihr an dem Spiel besser gefunden hättet und was ihr verbessern würdet. Okay. Nee, ich habe jetzt mal vor, so 1 bis 2 Stunden aufzunehmen. Ich werde wahrscheinlich die Sachen schneiden zwischendurch, um dass ihr nichts verpasst. Ah. Okay. Werde wahrscheinlich zwischendurch auch einen Cut machen. Kommt auch vor. Hier gibt's echt eine Menge. So, da könnte ich auch hin. Will ich da hin? Ich kann nicht mal dahin, ist das lächerlich. Okay. Ja, und dass ich jetzt halt mal Lemmings noch nicht zeige, ich kann dazu einfach nicht. Nö. Hab noch keine Zeit dafür.
Da ist was gewesen. Da könnte ich rühren. Wollen wir aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier. Ein paar Kräuter mitnehmen. Halt, da war doch auch noch was. Warum kann ich denn da rüber? Okay, interessant. Was hier ist, interessiert mich jetzt gerade mal. Ach, ein Teil. Nee, hier will ich. Nein, ich will noch nicht hier hin. Lara, halt den Mund jetzt. Ich wollte erstmal mir die andere Seite angucken. Noch. Und hepp. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Hä? Adiop. Jawohl. Mir scheint hier noch irgendwas zu sein, aber ich weiß nicht. Hier ist ein Wasserfall? Nein. Aha, was ist denn hier? Fehlende Ausrüstung. Kletterhaken? Habe ich immer noch nicht. Ach, ist doch ätzend. Aber es ist schon mal so eine potenzielle Möglichkeit, dass man hier nochmal hin kann. Hoffentlich. Ja, ich würde mich echt sehr gerne nochmal die Gebiete richtig erkunden. Das wäre schön. Aber gut zu wissen, dass ich den Kletterhaken brauche. Habe ich aber leider nicht. Leider, oh, tschüss. Nee, ich komme nämlich gerade von der Arbeit und ja, habe jetzt einfach mal Lust, das Spiel weiterzuspielen. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir?
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ein Parasit. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ein Parasit, der in die Haut eindringen wollte. Aber ich gucke erstmal noch. Okay. War jetzt hier noch was? Ne, bis auf das hier, was ich hier gerade entdeckt habe. Hier. Sehr schön. Kann ich hier noch irgendwas verbessern? Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinem... Ich hab einen Punkt. Ich wollte raus. Was kann man denn dann nehmen? Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls das stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein. Upgrades herstellen. Der Schaden? Okay. Wenn du stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ging... Den Bogen könnte ich mal Upgrade verpassen. Gute Idee. Wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich es verstehen. Es ist keine Rache. Was? Da gibt's auch Outfits über dunkle Engel? Abenteurer? Tomb Raider 2? Okay. Interessant. Alles klar. Ich finde das mega interessant, das Spiel, ey. Es macht echt Saubock. Muss ich echt mal so sagen. Right. War noch was? Sehr gut. Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kuvak Jako sein. Wir müssen da runter. Jetzt müssen wir wohl hier runter. Was jetzt? Nee, oder? Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg.
Oh Mann, steile Klippen. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Ja, wieder Kräuter vor uns. Nehmen wir noch mal mit. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Mal ein bisschen mit. Ah. Ich hoffe, diese Konstruktion ist... Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Na, komm. Ist auch noch was? Das ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Was ist das alles? Wer hat das gebaut? Das sieht aus wie so ein Inderdorf. Oder? Das sieht irgendwie so aus. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Macht schon Spaß irgendwie das Spiel. Ja, macht es. Es ist echt sehr toll gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber... Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ah. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Okay. Wieder so ein Rätsel. Ich liebe Rätsel in Tomb Raider. Nun, Schatz, du machst doch mit. Anscheinend muss ich die Brücke irgendwie dazu bringen, dass die nach unten kippt. Moment. Nein, das wollte ich nicht unbedingt. Wenn ich mal dran denke, wie ich am Anfang gespielt habe, ey. Anfängermäßig. Aber jetzt weiß ich ein paar Dinge besser. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, okay. Was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer läuft. Ach so. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Das dürfte funktionieren, wenn ich das so mache. Oder? Moment, wie soll das jetzt gehen? Ist hier nicht noch so ein Schalter? Könnt ihr mir vorstellen? Da Wasser reinzumachen? Genau. Und dann? Moment, komm wieder. Ich hab's. Ich weiß, was gemeint ist. Ich glaube, wir müssen das mit Wasser füllen.
und dann in dem Moment da nach unten ziehen und dann das Seil daran machen. Ja, das ist doch die Lösung. Mal sehen, ob ich recht habe. Komm ruhig wieder. Nee, das ist es nicht. Das muss ich anders machen. Dann muss ich nach unten ganz schnell und dann... Ja doch, das ist die Lösung. Erstmal Wasser füllen und nach unten. Ja. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Perfekt. Okay, so jetzt also. Da komme ich rüber. Yep. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was es hier gibt. Auge des Adlers. Ach, mit L1 während des Dreiecks. Ah, da kann ich einen Adler schicken, um halt bestimmte Gegenden zu beobachten oder irgendwelche Gegner. Das ist interessant. Oder halt zu spüren, was ich da lese. Nee, ich wollte mal sagen, ich finde die beiden Charaktere sehr sympathisch und immer die Szenen, wenn man die so sieht. Da mag ich auch deshalb auch diese Archäologie, finde ich. Diese ganzen Entdeckungen, ich mag das irgendwie so, diese Geschichten. Da diesen Mysterien und Rätseln. Das ist cool. Und da bin ich auch ein Fan von. Ah, ich kann Sachen wahrnehmen. Okay. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... Oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Fürst des Todes. Wie ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Da können wir nochmal was verbessern. Wie weit wird das wohl nach Ubagiaco sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Okay. Was kann ich denn da verbessern?
Ich will irgendwas jagen. Sehr schön. Was ist hier? Ich glaube, da kommen wir raus. Moment. Okay, hier. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Oh fuck. Komm her. Ich muss wechseln. Nee, kann ich ja nicht. Nein. Alter, ist das heftig. Ist das heftig, oder was? Komm, ich greif dich jetzt an, Mistvieh. Komm her! Nein! Warum habe ich denn nicht gedrückt? Ach, so ein Scheiß! Ah, oh, ist das kacke! Boah, ist das scheiße! Leck mich doch am Arsch! Dämlicher Kacktiger. Hä? Wo ist der? Halt doch still, wenn ich dich angreifen will. Na endlich. Scheiße, nein!
Komm her, du scheiß Tiger. Jawohl. Na, ich würde sagen, ja, wie es im nächsten Part weitergeht, werdet ihr dann mit einer Bewertung grüßen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Part, dann haut rein, bis dann und